so ein kleines Hobbyprojekt von mir, wo es mir dann wieder darum geht, möglichst viele Dinge in Emacs zu tun und quasi darin meine Existenz zu fristen, so außerhalb von Betriebssystemen und sonstigen Dingen. Ich werde euch ein paar verschiedene Plugins, Module, Modi zeigen, mit denen man alle möglichen Dinge in Emacs tun kann, außer Text zu editieren. Was ist eigentlich Emacs? Emacs ist ein Editor, offensichtlich, ist eine Lisp-Umgebung, was heißt, ich kann irgendwie Emacs-Lisp-Code darin ausführen und dann tut es Ding irgendwas. Eigentlich ist es eher eine universelle Text-UI, eine UI, wo du Text irgendwelche Properties geben kannst, Farbe, Unterstrichen, sonstiges, Größe, Schriftart, was passiert, wenn ich auf diesen Text draufklicke. Ja, im Endeffekt ist es sehr nah an einem, Emacs nennt sich der Programmable Programming Editor im Endeffekt, und so ist das Ding auch. Du kannst im Prinzip jede Variable, jede Funktion, die dieser Editor ausführt, überschreiben, verändern, so wie du es gerne haben möchtest. Manche sagen, Emacs sei ein Betriebssystem ohne guten Editor. Das ist falsch, es gibt Vimin Emacs, das heißt, es funktioniert offensichtlich. Was man häufig beim Emacs hat, ist, dass Leute sagen, oh, dieses Control Scheme ist ja ganz fürchterlich. Ich muss 25 Mal Control Meter als Shift drücken und noch 27 andere Tasten und mir dann noch mit dem großen Zeh hinterm Ohr kratzen, damit das Ding irgendetwas tut. Ja, das ist so. Aber es gibt Alternativen dazu. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, das nennt sich SpaceMax. Das ist im Prinzip ein komplett alternatives Control-Theme für Emacs, das davon ausgeht, dass du einen Leader-Key hast und dann Mnemonic-Keys, sowas, keine Ahnung, sowas wie Leertaste GC wäre dann Git Clone oder was auch immer man da halt eben drauf mappt. SpaceMax heißt das Projekt, das ist im Prinzip halt einfach ein vorkonfigurierter Emacs. Und das zeigt auch mehr oder minder die Mächtigkeit dieses Editors, dadurch, dass man das komplette Control-Theme einfach umstellen kann und es immer noch gut funktioniert. Es gibt noch verschiedene andere Alternativen. Es gibt irgendwie Evil Mode und alle möglichen Varianten, da seine Keybindings umzubinden. Evil Mode ist der Vim-Mode für Emacs. Ja, warum eigentlich? Also ich persönlich bin ein Fan von Lisp, ganz klar, das ist eine schöne Programmiersprache. Und wenn mein Editor sich in Lisp programmieren lässt, macht mir das noch mehr Spaß. E-Lisp, also Emacs-Lisp, ist akzeptabel, es könnte besser sein. Das mit den Namespaces haben sie nicht so ganz richtig hingekriegt, als sie die Sprache definiert haben, weil es gibt keine. Das macht die Funktion so ein bisschen eklig, weil jedes Modul dann tatsächlich als jedes Präfix seiner Funktion den Modulnamen hat. Aber auch damit kann man leben. Ja, teilweise. Manche Features sind ein bisschen kaputt, aber es gibt einen Common Lisp, es gibt einen Common Lisp Mode, da kann man Emacs Lisp Common Lisp schreiben und dann ist alles wieder gut. Ja, der wichtigste Punkt für mich ist Erweiterbarkeit und Erweiterbarkeit und übrigens Erweiterbarkeit. Was heißt, ich kann mit dem Ding alles machen, ich kann das Ding zur Laufzeit komplett umgestalten. Developers, 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 so ungefähr. Es gibt einen Haufen Leute, die nutzen es, es gibt einen Haufen Leute, die schreiben Module dafür und ich habe eben die Introspektive, während ich damit arbeite. Im Gegensatz zum Beispiel, wenn ich mit Eclipse arbeite, habe ich vielleicht die Möglichkeit, das Panel irgendwie nach links zu schieben, aber das war es dann auch, was ich damit machen kann. Ja, sonst müsste man irgendwie tonnenweise Java-Code schreiben. Das ist bei Emacs nicht so. Das Ding ist im Prinzip so ein Editor, wo so alle Teile, Gedärme, Code-Stücke so dir entgegen raushängen und du kannst darin rumfummeln, wie du es gerne haben möchtest. Emacs ist außerordentlich gut dokumentiert, also wenn man etwas über Emacs wissen will, ist die erste, die man fragt, den Emacs selbst. Sowas wie, sag mir doch bitte, was diese Funktion tut, sag mir bitte, wo diese Variable definiert ist und welche Wert sie momentan enthält und was ihr Default-Wert ist und was sich denn der Autor dieses Stücks Code dabei gedacht hat. Zum Beispiel, es gibt Info-Pages, Man-Pages kann ich in Emacs lesen. Prinzip alles. Es ist außerordentlich stabil, das Ding gibt es seit irgendwie 20 Jahren und ich bin mir relativ sicher, oder vielleicht noch länger, ich bin mir relativ sicher, dass das Ding in ähnlicher Form auch noch in 30 Jahren laufen wird. Also wenn ich dann immer mal 60 bin, werde ich da sitzen mit meinem Emacs und der Emacs-Config, die 30 Jahre gereift ist. Da bin ich relativ zuversichtlich.
Und vor allem Plaintext ist zukunftssicher. Ich glaube, da sind wir uns alle mehr oder minder einig. Man möchte seine privaten Daten und die interessanten Daten, die man so hat, nicht in irgendwelche kaputten Binär- oder XML-Formate stecken, sondern man möchte das möglichst im Plaintext vorliegen haben. Ja, was kann Emacs alles? Weil Emacs kann Mails lesen. Da sind drei Modi sowas wie Woo for Emacs. Woo ist so ein Mail-Indexer. Not much vielleicht, benutzt vielleicht der ein oder andere. Ist auch so ein Mail-Indexer. Gibt es ein Frontend für Emacs. Und es gibt News. Das ist so aus der News, aus der News-Zeit noch übrig geblieben. Es kann auch Mails lesen. Es gibt File-Browser. Sowas wie den dir-add-mode, Directory-Editor. Ist so ein bisschen ähnlich wie wenn man Vim irgendwie auf ein Directory zeigen lässt, kriegt man auch ein Directory-Listing. Und das Ding kann noch ein bisschen mehr. Es gibt sowas wie Twin Panel File Manager, sowas wie den Sunrise Commander. Es gibt Outliner, sowas wie Org Mode, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Man kann damit chatten, das habe ich letztens gemacht. Ich habe mein komplettes Chat-Setup jetzt in den Emacs umgezogen. Über WeChat EL. Das greift einfach auf das WeChat-eigene Relay zu und dann kriegt man die ganzen Kram in den Buffer. Es gibt noch ERC, damit kann man IRC in Emacs machen, wenn man das möchte. Man kann Musik hören, beziehungsweise es gibt einen Music Player Daemon Frontend in Emacs, das nennt sich Mingus. Und man kann Präsentationen halten, so wie ich das gerade tue, weil das, was ihr da seht, ziemlich Folien, das ist ein Emacs. Man hat eine schöne Git-GUI, also Margit ist ganz großartig. Werde ich nachher noch zeigen. Man kann Adressen verwalten, zum Beispiel in der Big Brother Database, BBDB. Es gibt mehrere Shells in Emacs, wenn man das möchte. E-Shell ist so die Emacsigste und dann gibt es Term und Multiterm, das startet halt dann sowas wie eine Z-Shell in den Emacs drin. Man kann Notifications in verschiedensten Emacs-Buffern einsammeln und irgendwo anzeigen, zum Beispiel mit einem Tool, das sich Sauron nennt. Man kann Tabellenkalkulationen betreiben, das geht in Org-Mode sehr gut. Und was auch sehr gut funktioniert, wahrscheinlich für die Studenten hier interessant, ist Tech. Also es gibt gute Tech-Modi. Wenn man Tech selbst schreiben möchte, dann kann man auch Tech verwenden. Ich bin dazu übergegangen, einfach meine Tech-Dokumente in Org-Mode zu schreiben und danach Tech zu exportieren. Das funktioniert ganz ausgezeichnet. So, Demo-Zeit. Checken mit Emacs, also das ist mein Setup. Ich habe irgendwo einen Server, darauf läuft WeChat und Bitlebi. Das Ganze sammle ich, puste ich über WeChat Relay raus und das kommt dann in den Emacs rein. So, wie sieht das Ganze aus? Also, hier gibt es ein Kommando, das nennt sich makeirc. Das dauert ein bisschen, bis die ganzen Buffer aufgesetzt sind. Und dann. Na? Ja. Ich glaube, irgendwas ist tot. Netzwerk geht gerade nicht. Dann, also wenn Netzwerk nicht geht, kann ich euch noch nicht zeigen, wie Chat in Emacs geht. Dann gehen wir mal zum nächsten Computer. Na, komm, brich ab. Geht's auch, ja. Na komm, brich ab. Sehr gut. Okay, das zeigen wir nachher. E-Mails lesen geht mit Not Much. Das heißt, man sagt hier einmal Not Much. Dann kriegt man hier so eine wunderbare GUI, die man jetzt natürlich nicht sehen kann, weil ich nicht reingezoomt habe. Das sieht im Normalfall ein bisschen besser aus, wenn die Auflösung nicht so ganz kaputt ist. Man hat hier die Tags, bzw. die Suchen, die man hier festlegen kann. Zum Beispiel hier ist die Clojure-Mailing-Liste. So sieht das Ganze aus. Man kann hier durch die Mails durchgehen. Relativ Standard. Man kann den ganzen Kram zusammenfolden, wenn man das möchte. Ich habe da noch Shortcuts, um irgendwie Mailadressen in mein Adressbuch zu übernehmen. Man kann auf Mails antworten, so einfach der Klassiker. Not Much geht übrigens auch mit Mac zusammen. Also Mail in Emacs, große Check hinten dran, das funktioniert ganz wunderbar. Zum Beispiel damit. So. Musik hören. Geht auch. Das ist momentan der... Das ist momentan der Playlist-Modus. Ich kann hier verschiedene Playlisten laden. So viel Musik habe ich da noch nicht. Ich kann irgendwie Musik abspielen. Dann macht der Music Player Daemon hier hoffentlich irgendwann mal laut. Nein, macht er nicht, weil es auf meinen Kopfhörern da drüben rauskommt.
also Musik hören, Playlisten verwalten und so weiter, gibt es in Emacs ein Frontend, funktioniert ganz wunderbar. Klingt ganz schön kaputt. Bitte? Klingt kaputt. Nee, das gehört so. Präsentationen halten, das ist genau das, was ich gerade tue. Was heißt, man kann mit einem Ding, das sich Org-Mode nennt, habe ich hier nur nochmal allgemein ein neues File. Ja. Es ist wirklich nervig, dass ich immer reinzoomen muss. Aber dann zoomen wir halt noch ein bisschen rein. Also, Org-Mode ist der Organizer-Mode, was heißt, ich kann hier oben so ein Bullet machen und kann sagen, hallo, dann mache ich hier ein Bullet und drunter Welt. Dann möchte ich da drin jetzt gerne irgendwie Code darstellen, also sage ich Begin Source, keine Ahnung. Nehmen wir mal Closure, ich hoffe, dass das Highlighting funktioniert. End Source und so, was haben wir hier? Plus 1, 2, 3. 4, ich kann den Kram zusammenfolden, ich kann diese Bullets zusammenfolden, ich kann hier unten dran so ein Bullet unten dran setzen und so weiter und so fort. Top, jetzt ist er gestorben. Das Schöne ist, er startet relativ schnell wieder. Nicht ganz so schnell wie ein Wim, aber kommt schon dran. Jetzt fragt er mich hier, möchtest du die Datei, die beim Abstürzen gerade, die du beim Abstürzen hattest, möchtest du die wiederherstellen? Ich habe da so eine Sicherheitskopie für dich gemacht, falls ich dir crashe. Ich habe ihm jetzt gesagt, ja, das möchte ich gerne haben. So. Genau. Ich kann also hier im Org-Mode diese Bullets umsortieren, wenn ich das will. Ich kann hier kleinere Bullets reinziehen, kann die umsortieren, kann die nach links schieben, kann die nach rechts schieben auf der Tastatur. Es ist im Prinzip einfach ein vollwertiger Outliner. So. Wenn ich hier drin, wenn ich das Ganze jetzt präsentieren will, gibt es einen sogenannten Org Presenter Mode. Was der tut, ist relativ einfach. Er nimmt sich so einen Bullet Point und alles, was da drunter ist, macht die Schrift größer, als sie standardmäßig ist, und sonst lässt er alles so, wie es ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, Org Present, dann seht ihr, kriege ich hier mehr oder minder so eine Repräsentation von Folien. Das ist alles relativ einfach. Also der Code von Org Presenter, das ist irgendwie so, weiß ich nicht, 200 Lines of Code oder so. Und das meiste ist Buffer, so Buffer-Variablen Handling. Ja. So, jetzt muss ich meinen Talk mal wiederfinden. Da mir das ja gerade weggestorben ist. Genau. So. Org-Mode kann nicht nur das, Org-Mode kann auch Tabellen und das sehr gut. Also ich mache hier eine Tabelle und gebe dem Ganzen, nennen wir es mal Header 1, Header 2, Header 3, so. Jetzt hätte ich hier gerne so eine Linie drunter, jetzt trage ich da irgendwie Werte rein. Ihr merkt auch, wenn ich hier irgendwie Zahlen eintippe, wird das rechts aligned. Wenn ich Strings eintippe, dann wird das Column links aligned. Das Ding ist relativ intelligent. Man kann damit auch rechnen. Also ich kann sowas machen wie die Summe über das Column bilden oder sagen, gib mir die Werte. Es ist im Prinzip wie Excel tatsächlich an dieser Stelle. Nur die Formeln sind nicht ganz so komfortabel. Ich habe schon Leute gesehen, die ihre kompletten Haushaltsbücher in Org-Mode haben. Das heißt, die nehmen sich von ihren Bankdaten das CSV, kloppen es in Org-Mode rein und machen dann da ihre Auswertung und so weiter. Und am Ende fällt Tech mit Grafiken raus. Das kann man machen. Es gibt auch Leute, die machen ihre To-Do-Listen in Org-Mode. Dafür ist das Ding gebaut. Also es gibt hier zwei States, To-Do und Done momentan. Ich kann mir beliebige weitere definieren. Ich kann beliebige Abfolgen von Bullet States definieren. Ich kann darüber suchen, kann das Ganze auswerten.
kann zum Beispiel sowas machen wie, so, hier ist ein neues To-Do und dann machen wir hier noch ein neues To-Do. Ihr seht diese Zahl hier oben, die ändert sich. Wenn ich jetzt was auf Done schalte, merkt er das und so weiter. Das Ding ist relativ intelligent. Ja, es gibt ein ganz tolles Blog dazu, es nennt sich Living in Plain Text. Ist mehr oder weniger der Titel davon. Da beschreibt jemand, wie er die kompletten Abrechnungen für sein Freelance-Unternehmen macht, er alles in Off-Mode. Das heißt, er hat dann verschiedene Tags für seine Kunden. Das Ding hat so einen Clocking-Mechanismus, wo du verfolgen kannst, wie viel Zeit verbringst du mit welchen Tasks. Kannst du halt einbuchen und wieder ausbuchen. Und am Ende hat er ein bisschen Exportfilter, das nimmt die ganzen Daten für jeden Kunden und verschickt am Ende die Rechnung für jeden Monat automatisch raus. So. Ja, Erweiterbarkeit. Haben wir eigentlich wieder Netz? Gucken ich gerade nach. Schade. Was ich gerade heute fertig gebaut habe und dann hoffentlich ab, wenn das dann mal jemand pullt, auch in einem Emacs Package Repository drin ist, ist das ist genau. Ja, hier ist dieser Code hier. Das ist im Endeffekt, kann man das lesen? Ja, hat nicht was drin. Es ist im Endeffekt Notifications. Nö. Ist was. Ist System-Notifications, wenn mich jemand anschreibt, highlightet, unqueried. Das ist ja was, was man generell eigentlich mitkriegen möchte. Ja, machst gut dieses Stückchen Code. Es führt ein Shell-Command aus. Das Shell-Command, das es ausführt, ist hier Terminal Notifier. Ein OSX-Tool, mit dem man das OSX-eigene Notification-System ansprechen kann. Und dann gibt es hier eine Funktion, die nennt sich WeChat OSX Notify Handler. Die bekommt sowas rein wie, wer hat die Nachricht gesendet, welcher Text, wann war das und in welchem WeChat-Buffer ist das Ganze passiert. Dann nimmt es hier das Formatting am Ende raus, damit du halt keine Farben, keine komischen Farbcodes mehr in deinen Notification hast. Und dann guckt es hier nach, bist du ein Highlight? Wenn ja, dann bitte sende eine Notification, wo Highlight von dem drin steht und der Text. Und wenn du ein Query bist, dann sagst du, hat dich gequeried. Und wenn du disconnected bist, bist du disconnected. Das ist jetzt erstmal nur eine Funktion. Und was Emacs hat, bietet es ein sogenanntes Hook-System. Das heißt, ich kann einfach eine Liste von Funktionen definieren, die heißt per Konvention irgendwas mit Hook am Ende und dann wird die generell ausgeführt. In diesem Fall heißt es nicht Hook. Ja, hat er blöd gemacht. In diesem Fall gibt es hier diese Variable hier, WeChat Notification Handler Functions, die wird aufgerufen, wenn so eine Notification kommt. Da kann man auch mehrere Notification Systeme reinhängen, wie man will. Und da packe ich meine Funktion dazu. Und das war's. Und das ist irgendwie so OSX Notifications in einen Haufen Kommentar und Klatter außenrum. Mal schauen, wie viele Zeilen wollen das sein. Das sind irgendwie so 56 Lines. Also es ist nicht viel Code. So sehen ein Haufen Emacs-Module aus. Ein bisschen wenig Code und dann irgendwo sich in einen dieser Hooks reinhängen. Dann gibt es noch ein schönes Git-Frontend, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Das ist Markit. Schauen wir mal hier. Also das ist jetzt im Prinzip die Git-History von diesem Ding, was ich gebastelt habe. Ich kann hier, der merkt sich zwar für jeden Affer die Größe. So. Jetzt kann ich hier in diesen Commit reinspringen,
kann mir anschauen, wer, wann, was wurde geändert. Also ich sehe hier, dieses File wurde geändert. Ich kann hier die Änderungen auf und zuklappen, kann mir die einzelnen Hunks anschauen, kann auch sagen, diesen Hunk jetzt reverten, tatsächlich auf, kann die auch splitten, bevor ich sie committe. Also das Commit-Interface sieht nahezu genauso aus an der Stelle. Margit ist ein wirklich wunderschönes Interface. Also wer E-Mails benutzt, sollte Margit verwenden, wenn er mit Git zu tun hat. Und wenn er nicht mit Git zu tun hat, sollte mit Git zu tun haben. Ja, jetzt ist rum, fertig. Fragen? Internet geht wieder. Internet geht wieder. Gott. Dann schauen wir noch mal, ob das mit dem Chatten auch funktioniert. Also das Internet tut. Okay. Dann sagen wir mal Make IRC. Wunderbar. So. Na? Also hier ist Frank. Frank redet mit mir. Sagen wir hier einmal Hi. Dann möge er mich doch bitte highlighten. Und jetzt kommt noch keine Notification, weil wir diesen Code noch nie ausgeführt haben. Holen wir uns mal den hier, sagen wir mal eval mal den Buffer. Und dann sollte jetzt hoffentlich gleich da rechts oben so eine schöne Notification hochpoppen. Ja. Gut. Versuchen wir nochmal eine andere Stelle. Vielleicht sehe ich die Notification nicht, weil es Fullscreen ist. Ah ja, hier. Da, hier steckt die Notification, die sieht man tatsächlich nicht, wenn es Fullscreen ist. Also dann, redet doch mal bitte nochmal mit mir. Gut. Do not disturb an. Wer macht denn sowas? Das ist nicht hilfreich an der Stelle. So. 3, 2, 1. Ja, und jetzt poppt hier oben die Notification auf und sagt Query vom Frank und an der Stelle passend. Ja. Hatten wir sonst noch was, wofür wir jetzt brauchen?